Und damit willkommen zurück, Zack Ghost, zu einem neuen Stream. Wir spielen ein paar Word-Wörter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wir haben jetzt ein Außenlager. Lass uns hoffentlich die Erkundung bis ermöglicht. Ich glaube immer noch nicht daran, dass das wirklich gewollt ist, sondern dass wir da irgendwie, dass ich da mehr oder weniger einen Bug ausgenutzt habe. Ah ja, und wir sind in der Wildnis gestoppt. Sehr schön. Wollen wir gleich mal erkunden gehen. Dieses Gebiet dort. Das müssen wir heute mal machen. Bisschen Vulkan erkunden gehen. Ah ja, und wir können's Munition herstellen. Das ist sehr gut. Keine Munitionsmangel mehr. Erstmal. Wir müssen Seiten herstellen. Erstmal hier hochgekriegt. War eigentlich eher in diese Richtung. Kraxeln wir erstmal den Berg hoch. Berg der hohen Auflösung. Na, da zu den Ruinen sollten wir mal hin. Und Terrasphäre. Cool. Müssen wir mal ausprobieren. Könnten noch ein bisschen noch nicht craften, wo wir sie schon freigeschaltet haben. Und jetzt haben wir eine. Ich glaube, in dem Gebiet kriegen wir hier auch welche. Wenn die Terrasphären rumliegen, wie hardcore wird dann das Level der Pals hier? Aber wir werden sehen. Ich muss noch schnell zurückkehren. Muss ja wirklich niedergemacht werden. Hier ein bisschen Metall. Erz. Obsidiankrater. Okay. Obsidian, das ist auch Lava nicht weit. Ist doch hier schon Lava, eine Vulkanuntergrund. Vielleicht nicht gleich in Lava hüpfen, wenn wir oben sind. Und hier wird's steil. Klettern können wir auch nicht. Hätte bei ganz toller Auflösung. Pixelbrei, juhu. Das Spiel ist halt noch wie nennt man das im Fehlt gerade das Rot dafür? Es wird nur dran gearbeitet.
ist wirklich das Wort, wie nennt man das für ein Stier? Na, Priorities ist falsch, aber. Aha. Jetzt speicherst du das Spiel. Fantastisch. Falls da feststecken bleibe, das Spiel genau dort speichert. Sehr schön. Was mache ich hier eigentlich? Ich vor dem, wo das Spiel mich eigentlich nicht sehen will. Oh ja, geht's wieder. Die dürfen wir wieder sein. Klettern wir mal auf den Bauchtube auf. Sieht jetzt wirklich ein Bauchtube auf aus. Wenn die Häuser, die ich gebaut habe, auch irgendwie, aber das ist ja jetzt hier von der Textur her. Das ist jetzt wohl offiziell der Bauchtube. Dort ist eine Schnellreisestation, aber. Ich will den ganzen Weg hochkraxeln müssen. Deswegen gucke ich jetzt nur oben hier nach. Bevor wir runterspringen. Oh, die Excess war das gut. Manche, ja, das wird was gesucht, aber. Manche Bereiche sehen ja, man sieht, dass das. Ein bisschen ODX das ist. Ah, oh, das kann nur schief gehen. Hier ist unsere hitzeresistente Rüstung. Gut. Wenn wir näher an den Vulkan in der Lava rankommen. Wird es ja richtig interessant, da wird hier schon schwarzes Magmastein. Schauen wir da niemals bis hoch. Ich bin dazwischen. Sehr schön. Und weiter nach oben. Klettern wird erstmal auf Klötze. Und die Sonne geht unter, vielleicht haben wir hier eine schöne Aussicht. Sitzpunkt. Oh ja. Wir sind weit über den Wolken. Da drüben sind die Berge, lieber. Das sind irgendwie. Dann viel zu hoch. Kann ich das schaffen, wenn ich an der Wand lang klettere? Kannst du mal probieren. Das Schlimmste, was passiert ist, dass ich runterfalle. Na, ja, das wird zu hoch. Zwischenkommt lieber. Na, da kommen wir noch nicht hoch. Versuch's mit einer anderen zu sagen.
Und dank dieser Blöcke werde ich es bewegen. Bin gespannt, was da oben gibt. Ja, unten sind die ganzen Checkpoints und so weiter. Da spielt eigentlich die Musik, aber. Wenn ich die Möglichkeit habe, hochzuklettern, versuche ich das auch. Jetzt wird es nachts und dann sehe ich kaum was. Das ist eigentlich ganz blöd. Gerade fürs Klettern. Jetzt kommen wir hier rüber. Ich glaube, das ist ein bisschen weit. So close. Der Mut. Wir steigen hier bis hoch zum Mut. Das wäre weird, wenn wir das wirklich irgendwann schaffen würden. Okay, da dürfen wir nicht hoch. Dann dürfen wir hier auf einmal nicht mehr hoch. Nicht, das gibt ja auf einmal Höhenbeschränkungen. Das ist aber der Mut. Aber hier ist auch noch irgendwie ein Turm oben auf der Spitze. Der Mond scheint hier wirklich sehr schön auf die das schafft man nicht. Das schafft man vielleicht. Oh no. Inzwischen landen. Schön wär's. Ich bin vielleicht am Berg hoch. Na komm, fast da. Yep.
Ich bin gerade echt auf die Spitze des Mount Everest. Oha, der Ozean. Da drüben der Berg nur so klein. Ui, ich krieg hier Angst. Lass da oben irgendwo ein Checkpoint sein. Ich muss auch noch alles erkunden. Kommen da irgendwie rüber. Über den Berg hier noch. Ich bin jetzt nicht so weit gekommen, um jetzt hier aufzugeben. Spätestens am Turm, da oben muss es einen Checkpoint geben. Können wir so verlaufen. Weird. Und die Sonne geht wieder auf und ändert die Farbe. Bestimmt irgendwie ins Durchschimmern. Man sieht bloß den ganzen Schwarz noch nichts. Teilweise lang. Oh. Jetzt sind schon da. Beim Nahwagen gekommen. Das ist auch ein Checkpoint. Genau, mit dem Baum hier. Den Lavafeldern. Wow. Vielleicht müssen wir durch die Lava, um da hochzukommen. Es ist verlockend, auch noch hier hochzuklettern. Nein, geht natürlich nicht. Ich mal ein bisschen runter. Hier ist jetzt definitiv wieder begehbares Feld. Hier ist Natur. Noch eine Terrasphäre. Sehr schön. Und wer seid ihr hier? Botschaft der Lore. 134.
glaube, diese Gegner sind ja alle schon viel zu groß. Die haben Flammenwerfer, oh no. Shit, 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 shit. Wenigstens mal ein Checkpoint. Die Kinder sind hier zu groß. Bin hier schon im Endstadium. Nein! Schubst mich ins Feuer. Blitze. Dafür habe ich die Rüstung an. Und nicht den Flammenwerfer. Ach du Scheiße! Ich bin da überfallen. Scheiße! Ich hab keinen Schnellreisepunkt hier. Es ist immer Zeit riskiert. Ich will mal versuchen, vernünftige Wege zu gehen. Nicht gleich über die Berge zu klettern. So ein vorgesehener Weg nehmen. Und diesen hier. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber dann kommen wir vielleicht auch an. Und wann schon? Oh. Na, es wird nichts. Der geht uns wieder. Na toll. Ja. Am Arsch, Mann. Zwei rote wieder verschwendet. Die wertvollen. Wertvollen roten Bälle, Mann. Fantastisch. Ich glaube, mit grünen und blauen Bällen brauchen wir hier gar nicht mehr zu kommen. Was? Wieso kann ich das? Shit. Ich sterbe hier schon wieder. Feuer. Dabei habe ich doch eine hitzeresistente Rüstung an. Ich sterbe trotzdem an Feuer. Aber wenn ich in Flammen stehe, ist halt. Schwierig. Wir brauchen noch Wegmarkierungen. Scheiße, ich wollte den Knochen haben. Ich wusste nicht, dass da schon geladen war. Oh,
Treppentüren. Die nehmen wir uns vielleicht noch nicht an. Obwohl. Das ist kein Boss. Das hat sich gerade mit uns angelegt. Kämpf erstmal. Muss ausweichen. Muss die Preis kämpfen. Ganz gut. Nein. So ein Fehler. Scheiße. Bist du beschädigt? Entdeckung. Oh oh. Prozent ist besser als nichts. Shit. Das soll man nicht fangen. Nee, keine Chance. Haben wir Zeit zum Fliegen. Oh, ist tot. Sehr schön. Habt ihr toll gemacht, meinen Pals. Feuerdose 14. Sehr schön. Da haben wir jetzt Vorrat. Hier ist wohl Nachladen. Hab ich auch jetzt Essen gekriegt? Oder ob ich hier irgendwelche Preise zu fangen? Das ist eine aussichtslose Sache. Und Wühlmarkt. Andererseits, wenn wir was schaffen, ist umso geiler. Das war klar. Lass mich halt ein paar Feuerdrüsen. Irgendwo Checkpoints geben. In welche Richtung muss ich dann? Diese Richtung. Da waren wir noch nicht. Unser Eisdrache ist jetzt leider K.O.
Wir haben noch andere Paris. Eine Westenkönigin. Sollte man bei der Gelegenheit ein bisschen Schwefel mitnehmen. Wenn ich schon mal hier bin. Ich glaube, den brauchen wir zum Munition machen. Können wir einiges mitnehmen. Die besten ganzer Felsen sind so im Winter. Heißen. Und wie man nicht Lust heißen. Muss so dunkel hier. Und gut heiß. Schnell wieder raus. Ich sehe immer noch kein schneller Reisepunkt. Das war klar. Ein bisschen Ausdauer noch zu kriegen. Nein, der Helm ist beschädigt. Feuerrüstung hält noch ein bisschen. Und der Helm ist auch kaputt. Die Hut ist auch kaputt. Das haben wir doch, glaube ich, vorhin von oben gesehen. Das Dino-Skelett. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Angreifen ausweichen. Können nicht so viel anstecken. Und unsere Pals. Ja. Ein Versuch war es wert. Kann man, glaube ich, hier vergessen. Im Gebiet. Versuch trotzdem immer gerne wieder daneben. Was macht ein Wasserpal hier? Beim Vulkan Obsidian herstellen. Brauchen wir es mit dem tiefen Zeitpunkt.
Und wenn die Spieler kommen und Schäfe abbauen können. Ist mal wieder mit Lava todesmutig. Ah, deswegen, ich bin jetzt zu nah am Feuer dran. Das ist das Problem. Deshalb hier sterbe. Ich bin raus aus dem Feuer. Deswegen komme ich hier nicht durch. Close to lava. Shit. Wie war das möglich in den Vulkan springen? Metallbahn brauchen wir. Der arbeitet langsam, aber immerhin. Ist nicht so, als hätte man nicht genug. Den blauen. Ein bisschen mehr Metall. Ist vielleicht Erz gekraftet worden? Ne, hier eine Erzmine. Ja. Ist was passiert. Nicht viel, aber. Ein bisschen. Sollten den Schwefel vielleicht irgendwo abnehmen. Nein. Freunde greifen an. Ich glaube eher das andere, weil die sind da drüben. Lass du mal hier nicht deine Werbung verschwinden. Ich will machen, komm. Schneller. Bisschen Eisenbogen schon von unserer Eisenrüstung. Und gut hier vielleicht. Für zwei Metallbahnen. Okay, dann sitzt wir den Hexen mit auf. Zu weniger Rüstung, aber das heißt nichts.
Hier kommt wieder Munition her. Da unten sind sie. Fehle vorwärts kommt. Okay, hier können wir jetzt eine Niedersphäre herstellen lassen. Und sät aus. Das ist das Fließband. Dann halt nicht. Das ist, braucht erstmal Speicherkapazität. Wir sind hier abgehauen. Paar Freunde. So ein Mist. Ich nehme jetzt einen Platz frei. So, ein Elektropal. Kannst du mal hier aufladen. Da brauchen wir dann jemanden mit Handwerk. Hast du kein Handwerk? Doch hast du. In die Viehfarm hier. Dann such mal Arbeit. Dann kriegen noch Leute mit. Müsst du einen geben, der hier diesmal bauen kann. Das ist mal Nachtruhe. Müssen wir dann morgen weiter gucken. Und mal pennen gehen. Ich mehrere hier arbeiten lassen. 10%, sehr schön. Auch nur einer.
Ich habe doch gerade dort gesehen. Also mit Arbeitszuweisen ist das noch nicht so wirklich, das ist... Da macht es das Spiel noch ein bisschen schwer. Macht man ein paar Preiswerden. Zündstrom. Jetzt hier Munition. Okay, kann's nicht tun. Munition zernehmen sich nicht. Ich hab da jetzt genug. Ja, 86 Schuss. Bei mir erstmal. Verstreuen ist leider sehr unsortiert. Hier ist mein Erz drin, da mein Erz. Hier sind nur noch Steine. Wait, Futterbeutel hatten wir das schon. Ein Autofütterungslot. Motiviert mich wieder, zeigt auf mich. Metall müssen wir auch wieder hinkriegen. Hier könnten wir dann die
Terrasphären herstellen. Mit reinen Bruchstücken Zement und Teilbahn. Da brauchen wir das Zement für. Alles klar. Einer war doch kampfunfähig aus dem Team. Hat sich wohl wieder erholt. Immer zum anderen Lager. Wollten wir das auch noch weiter bauen? Versorgen sich sehr gut selbst. Und bauen Steine und Holz ab. Dann bringt das Außenlager noch nicht so viel, aber wir es auch hauptsächlich dann als Haus benutzen. Wenn wir genug Metall haben, müssen wir vielleicht mal die eisige Rüstung reparieren, dass wir da mal das Höhe und das Eisblüte da reingehen. Du machst mal hier am Feuer. Metall bauen. Geht einfach schneller. Läuft alles. Naja, haben wir nicht. Tun wir schon mal weiter bauen, während da noch Metall gemacht wird. Ich glaube, da braucht man Eisdrüsen für das die kalte Rüstung. Würde ich immer versuchen, ein bisschen auszubauen. Ey! Nicht nett, hier anzuzünden.
Und was ist nicht tief genug? Als ob. Das gibt's doch nicht. Kampfunfähig. Als ob. Flammenwerfer machen einen anderen Platz. Das finde ich aber gar nicht gut. Sieht mich wieder aufstehen. Unbesiegbar. Preis haben sie besiegt, aber schaut ab. Ist klar. So eine Scheiße hier. Ja, kampfunfähig. Da wollten wir einfach nur mein Lager wegnehmen. Außenlage streitig machen. Aber nichts da. Du kannst auch mal die Wiege und die Wiege machen. Die Pisten sind jetzt hier. Als ob. Mein Lager. Nice. Das Pral. Und das nichts mehr hin. Schade. Auch wieder Metallbahn. Nehmen noch ein bisschen Erz mit auf den Weg. Damit ich gleich nachlegen kann. Waffenbuch, so ein Scheiß. Was ist denn hier los? Ich dachte, es wurde hier gemacht. Thank you.
Dann wird es jetzt nicht um die Metallbahn gemacht. Sag mal. Kurz ist man weg. Was ist das für eine Arbeitsmoral hier? Sau fressen. Und was dann mal? Ich glaub's nicht. Also mit, ja, mit der Arbeitszuweisung ist hier wirklich, ist so ein Ding. Du sollst nicht abbauen, du sollst hier. Komm. Jetzt arbeitet er daran, aber irgendwie nicht. Fuck. Ist die Holzfange gegangen? Boah, jetzt ist Metall. Na bitte. Das ist auf 100%. Zement. Stellen wir hier irgendwie her. Stein und Paarsaft. Und Knochen. Halt, ein Stück hätten wir doch sonst überall. Zwei haben wir.
Mach nur mal ein bisschen mit, um das erste Zement schnell ersetzen zu können. Muss die da festketten oder wie? Also ein Bruchstück. Da haben wir kein weiteres Palenbruchstück im Lager. Glaube ich fast nicht. Und wo ist mein Steinerbrauen doch was? Mit dem anderen Lager. Das ist ja Steinbruch. Den haben wir ja woanders hingepackt. Stimmt. Stimmt. Schauen wir mal in die Kisten rein. Sehr schön. Sind gleich wieder einsatzfähig. Nur noch mit dazu packen. So, einmal wieder schlafen. Kurz Abendessen. Machst du ganz gut. Machen wir fertig, damit ich nachlegen kann. Hier kann ich schon mal. Stück immerhin. Cool. Noch stärkere Palwelle.
Die Dream, die fühlt sich irgendwie hier für verantwortlich und die anderen. Ist nicht wahr. Dass wir Sachen schleppen. Das Spiel noch. Ich meine, das wird natürlich jetzt kleiner. Keiner wird mein. Keiner wird mein Stream aufzeichnen oder so. Von den Entwicklern. Auf keinen Fall. Aber wenn das schon würde, wie ich mir was wünschen könnte. Wenn es gerade noch in der Entwicklung ist. Dass man irgendwann auch mal, dass man die PALs mal den Arbeiten zuweisen kann, dass man wirklich das jetzt mal irgendwie, dass man sagen kann, du machst jetzt ab jetzt nur noch das Feuer hier. Weil sonst ist das ein bisschen, es ist wirklich ein bisschen nervtötend. Und wo, gerade mit dem Feuer sehen, was hier ist, die dann, den fünfmal zuordnen muss. Da kann man noch Sachen verbessern. Aber was rede ich hier? Du chillst da gerade sehr ungünstig. Und wieder Angriff aufs Lager. Material. Skandalös. Wir sind hier wieder Liga der Pfadfreunde. Ich will den Lager anlegen sollen. Mit Verstärkung. Schon wieder eine Kampfunfähig hier. Nee, wilde Zeiten. Oh,
mal ein paar höhere Level hier. Ein bisschen Verteidigung. Ich wollte gerade sagen, gewartet hier, um weitermachen zu können. Am Arsch. Und mit den Preisfähren sind auch nice. Vier haben wir immerhin jetzt schon davon. Arbeiten. Team Packer ist nicht bei uns im Lager und nicht im Team. Kann ich hier auch mal hinpacken. Das ist eine Bruchverstärkung. Wie läuft's hier? Hat irgendwie gar nicht. Na bitte. Er hier, der Händler, der ist ziemlich gut. Der macht das zuverlässig. Würde ich noch einen hinsetzen. Dann können wir mit den Wänden anfangen. Ich hoffe, die können dann außen rumlaufen. Und taucht wieder ab.
Türen gibt es ja noch nicht, aber wer braucht doch Türen? Lässt man einfach offen hier. Dann könnte man ein Fenster rein. Und da ich nicht mehr genug. Immer der Ärger mit dem Feuer hier. Wo ist mein Feuerpal? Nur noch zwei im Lager. Kurz vorm Ende aufhören, wenn genau. Marv tut sich schwer bei der Arbeit. So, Fenster bauen. Da drüben. Irgendwo muss doch hier Eisen sein. Und zwar bei dem anderen Lager. Gespannt, wie es die Schatten dadurch zu laufen. Im besten Fall drumherum. Ja, das brauchen wir auch nicht. Die Böen brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich lasse mal drin. Dass die Munition wieder alle geht.
Ah, okay, da springt man ab. Schnürkettern. Kein Schlüssel mehr dabei. Da drüben war noch sehr viel Erz. Oder wir nehmen das hier mit. Ich hätte schon befürchtet, dass ich hier runterfahre. Hat man das Lampe abgebaut. Müssen noch sprinten können. Klettern. Sehr gut. So, weiteres Erz. Diese paar viele Stunden bist ja, das schmeißt du mich auch. Deine Kameraden hier. Schnell mal zum Ofen, dann können wir mit in den Pal und das Erz loswerden. Zement loswerden. Fließbandarbeit. Regelst eine Waffenfließband. Fließband.
Sache, dann können wir eine Waffe am Fließband herstellen, das wäre auch mal. Das ist auch interessant. Und einmal schlafen gehen. Das Feuer, das wir durch das wir gerade gerannt haben, hat nichts gebracht. Das war Friendly Fire. Die Arme ist keiner mehr dran. Ist auch nicht dran. Wo ist der Feuermacher? Ist hier. Das hätte definitiv nicht hier drin, das war wieder zum nächsten Lager kommen. Noch können wir hier durchfliegen. Aber die noch ganz zu verlässlich die Türen hier, die Freiräume. Wenn ich hier noch was freilasse und da noch was freilasse, schaffen sie es vielleicht. Es wird noch ein bisschen dauern, bis das Haus dort im anderen Lager. Was viel Eisen braucht. Schade. So ein Ei noch ausbrüten. Eine Minute. Ist wirklich fertig. Macht mal jemand Feuer.
Wie viele Firepies muss ich hier einstellen, damit die sich zuverlässig darum kümmern. Ich habe kurz überlegt, ob es macht. Testen. Schlammstück. Na, geht doch. Vielleicht jetzt in Flammen noch stand, hätte ich da mal machen können. Dann mache ich hier erstmal das, was ich schon habe. Und das hier die Tür frei und dann durch. Bleibt der für ewig im Haus oder was? Und drei bräuchten wir noch, da haben wir schon mal die Grundrüstung geschaffen. Ein bisschen Verstärkung. Schön. Ist natürlich nichts passiert. Wir Holz abbauen. Ich brauche hier wirklich ein Pal, das nur Feuer machen kann, das keine anderen Fähigkeiten hat. Das ist dann auch blöd im Lager. Multitasking-Flieger. Also, nein, nicht Multitasking, aber heißt mit mehreren Fähigkeiten sind auch gut. Ist dann selbstständig sich was aussuchen können in Arbeit.
Hier geht's gleich nicht mehr durch. Bitte die vielen Türen nehmen. Mache ich auch die Türen ein bisschen größer, damit die großen Preis noch durchkommen. Ja. Ein Dach haben wir noch nicht aus Metall. Ein Steindach oben drauf setzen. Und mit Metall und Stein arbeiten. Die müssen wir wahrscheinlich auch erstmal zwischen Etagen irgendwie aus Holz machen oder so, dass das nämlich ja funktioniert. Also würde ich mal sagen, kurz Pause, das läuft ja scheinbar, die laufen hier durch. Sehr schön. Jetzt können wir nach der Pause mal vielleicht in der Richtung noch ein bisschen weitermachen. Ein bisschen am Vulkan weiter. Ja, kurz Pause. Bis gleich. Ich hoffe, wir hatten eine Pause nicht abgemetzelt hier. Bis gleich. Wie dumm sind wir? Weil man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Mhm. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Wollen wir nicht... Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Dann lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück, ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Ätna bricht aus, um Ätna bricht aus zu zitieren, du kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sie am Lauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht? Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss... Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste.
Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade einen Dynamit. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mann, das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du es nicht tun? Sorry. Ja, natürlich. Ja. Diese Grundsetzung. Ein bisschen der Feingefühl in die Stimme. Ja. Gute Nacht, Elias. Schlaf gut. Gutsprüche spricht das so, als würde sie dir was bedeuten. Ja. Bin ich noch kurz drin. Oh, das ist der. Das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Die kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Hier mal landen. Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Schlafsiedler, um genauer zu sein. Dafür ein paar von Gryffindor Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingepackt. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Mannschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Können wir jederzeit hier hin, oder was? Ich weiß, kopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Die Büffner Gemeinschaftsraum. Wie jetzt Hufflepuff hier immer sein würde. Freiheit. Bis draußen ist dann bestimmt. Jetzt musst du auch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufnimmt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Wie man dieses Ding hier fährt. Na toll. Hat jemand gefragt, ob der überhaupt Auto fahren kann. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Forte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein! Am Schiff gleich halt groß, kriegt auch nicht. Nein, der ist in seinem Metapher und Ketchup und so weiter. Nein! Diesem Jungen gemacht! Philipp, ich habe gar nichts gemacht! Allen was! Er wollte mich nur beschützen! Er wollte. Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Weltstück! Scheißvater. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Willst du deinem Kind nicht wehtun?
Erinnerungen mit. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Sowas kann ich nicht sehen. Bitte. Was ist das denn eigentlich? Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Maul. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Na, gib dir Mutter Zeit mit ihrer Tochter. Los, komm. Halt's Maul, Arsch Gesicht. Lass uns kommen, geh, lass uns gehen. Oh ja. Ich darf. Ja, heul doch nicht rum. Na komm, angefasst. Ja, verpiss dich. Überwältigen. Die haben dich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Ich bin aber auch draußen. Ich bin auch draußen. Verdammt. Ich bin bei dir draußen, Modi. Oh mein Gott, du bist... Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du das gemacht? Ich habe ja mit dem Flint abgenommen. Bist du alter Mann. Du hast ihn weggerammt und hast ihm die Kanone geklaut. Ja. Yep. We'll get here in no time. Damn criminals. Und jetzt holen wir uns die Pferde. Ja. Alright. Haben wir noch ein paar Cowboy-Hüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinte geklaut. Du hast ihn weggetackelt und dann von hinten. Das ist, ich habe eine Flinte. Das sieht unser aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler! Ich hab mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Cowboy-Hüte. Oh! Oh nein! Ich kritze das Bild. Wundervoll. Wo sind Cowboy-Hüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Da ist ein Schrank zum Umziehen. Ich sitze. Ich zieh mich um. Ja, ich komm gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh! Nein! Ja! Ich hab eine Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott! Ich hatte recht. Wollt ihr, zieh du mal deine Häftlingskleidung aus. Ja, ja. Sofort. What has he done?
flaming skull. Trash my game. Funktioniert. Legend of Secrets. Ist halt leider viel zu realistisch. Free to play, oh nein, ich sag Free to play Game. Das haben wir ein bisschen nur gezwungen zu übertragen. Starten wir das Spiel. Das ist kein Spiel. Behält Fates Konto zu Anwendung finden. Natürlich. Anwendung Zugriff auf deine Fotos, Dokumente, Bankkonten und den Sekretsarbeiten mit Vergnügen. Stimme den Geschäftsbedingungen zur Artikelleistung der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzung der Spieldienste in diesen Geschäftsbedingungen zuzustimmen. Insbesondere stimmt er zu, so viel sein Geld wie möglich für kostenpflichtige Spielleitung zu geben, sein Erbe zu verschleudern, Abenteuer, bla 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 bla. Ich habe den Vertrag in Kriegsbestimmung gelesen und meinem Kunden unterzeichnet. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Es ist 22.30 Uhr, kommt heute Show, die würde ich gern gucken. Bis dahin. Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Das sind noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Mach mal ein hübsches Muster draus. Sind wir so kaputt, dass wir da wirklich jetzt ein Muster draus machen? Weiß nicht. Dumm sind wir eigentlich. Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Mhm. Nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Dann lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Edna bricht aus, um Edna bricht aus zu zitieren. Du kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Anlauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten.
Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade einen Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mann, das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher. Warum solltest du es nicht tun? Ja. Sorry. Ja, natürlich. Ja. Diese Grundsetzung. So, willkommen zurück. Weiter geht's. Spielen wir noch ein bisschen. Selbstverständlich bin ich fast tot. Es war mir so klar, dass während der Pause irgendwie eine Karte ausgenommen hat. Und das Spiel hat sich aufgehangen. Okay, versuch's mal mit einem Mitspieler durch die Gegend zu kommen. Bis der erste Stein mich trifft. Mal schauen, wie weit wir kommen. Einem Mitspiel. Ausgehungert. Ah, das Ding ist despawned. Respawned. Mir macht nicht Platz. Flammenwerfer schwocken. Ja, das Spiel ist irgendwie gerade. Macht Schwierigkeiten. Na, was ist los? Die Verbindung wieder am Arsch. Müssen wir hier endlich weiterkommen und einen Checkpoint finden. Da gibt es nur diesen einen hier im ganzen Gebiet. Das wäre... Das wäre ein Ding. Ja, hier sollten wir mal ganz lang. Goldmünzen.
Die brauchen wir nur mal beim Handel mit Händlern. Das lass ich hier irgendwie. Was ist das hier aus? Was haben wir? Mittelgroße Pase hier oben. Das hat man auch noch nicht. Das ist neu. Dann erkunden wir noch ein bisschen das Vulkangebiet. Ich finde wir doch noch eine Schnellreise. Hier noch ein etwas grüneren Bereich. Das wird dann immer schwärzer, wie ihr gesehen habt. Wenn man Richtung Lava kommt. Was brodeln wir hier von überall? Ein bisschen leiser auf dem Kopfhörer. Muss doch hier irgendwo einen Schnellreisepunkt geben. Kann auch nicht die ganze Insel ohne sein. Bruderschaft der Lore. Oh oh. Sieht leider nix. Gummimeerplatz und Maha. Ich bin tot. Shit, warum lege ich mich auch mit denen an? Kann es aber auch noch ein bisschen weiter gehen. Das ist wirklich. Das kann auch eine größere sein und deswegen die Punkte so weit auseinander. Irritierend finde ich auch immer die Anzeige, dass das da oben 70 Meter das sind, die ich mich von der letzten Säule entferne. Nicht mit den Preis hier anlegen. Einfach weiterlaufen. Ups. Will jetzt nicht wieder zu weit hochklettern, aber so ein bisschen in die Richtung. Ich sehe schon, die kann ich nicht lang.
Ah, shit. Ist ja passend, dass ich jetzt hier Pause machen muss. Jetzt vielleicht nicht abschießen. Oh, oh, nicht gut. Da soll ich vielleicht noch nicht hoch. Ich versuche einfach mal in die Richtung hier vorzustoßen. Um ein bisschen außen rum zu gehen. Das Erz habe ich einfach mal liegen gelassen, das gibt es ja überall. Trinken ist wichtig. Das spielt immer noch auf dem PC, auch sehr gut einhändig spielen. Zeitweise. Das sieht doch nur eine paar Seele aus. Nicht im Erz. Einfach Erz rum, so zwei. Sag nicht, wir haben hier gleich noch ein Gebiet. Ein Marmorgebiet. Immer noch keine Schnellreise. Ja. Verteidige mich, wenn ich weg kann. Ach du Scheiße. Das Paar haben sie aber schnell weggemacht. Nur weg hier. Und das Schwefel. Das Blut, wenn ich verfolgt werde. Da geht's auch noch auf den Eispass oder so. Oder wie der hieß. Geht der Eispass hier ein bisschen hinten? Interessant. Bergpass. Ich nehme ein bisschen Schwefel mit. Brauchen wir gerade aktuell nicht so sehr, aber später um Munition herzustellen. Einen schlechten Vorrat davon zu haben. Wenn wir schon mal hier sind. Und ein Feuerei, was sonst von Vulkan.
Heißes Symbol. Jumbo, Jumbo, Jumbo. Oh oh. Eisdacher. Zu gut. Rüstung beschädigt natürlich. Wird aber eher der Hut sein. Versuch mal was, wenn ich es noch kann. Oh, das sieht gut aus. Oh oh, sieht nicht gut aus. Na komm! Von Shit! Die Rundenbälle verbraucht und hier gestorben. Checkpoint gibt's hier nicht. Das ist ein Gerücht. Ah, Mann. Das ist im Teambereich hier wirklich ein Gerücht. Mal zur Abwechslung in die andere Seite. Bin hier noch ein bisschen. Vielleicht haben wir da Chancen. Ich habe doch schon ein paar Checkpoints gesehen. Gefunden, als ich hoch auf den Gipfel gestiegen bin, gab es doch schon was. Mir ist gerade eingefallen, dass wir mit dem reiten können. Dann reitet die dabei rum. Wir brauchen Rüstung, wenn man ein Reittier hat. Ist natürlich beim Klettern ein bisschen schwierig, aber wir müssen hier gerade nicht klettern. Doch nicht wahr. Das ist hier. Bin ich gerade unter der Map?
Ah, sehr schön. Da wollen wir ja nicht lang. Oh, das haben wir auch noch nicht erkundet. Bisschen schnell Reisepunkt in der Nähe. Komm. Die hat da mal absolut keine Chance. Fast ein bisschen gemein gerade. Dazu. Sieht auf der Map aber so aus, als ob es hier noch eine Schnellreisestatue gibt. Und vom Schnellreisepunkt, da wurde ich komplett abgeschafft. Und den letzten Patch entfernt, gibt's nicht mehr. Einfach keine Wilderung. So ein bisschen Overkill. Einfach Pass 4. Was für ein toller Loot. Das sieht eigentlich vom Platz her, müsste es hier irgendwo eine Schnellreise-Sache geben. Da hinten am Horizont sehe ich einen. Dann gehen wir halt in die Richtung mal ein bisschen. Das Gebiet haben wir auch noch nicht erkundet. Um ein bisschen Abwechslung zu nehmen. Aus dem Vulkangebiet, wo immer ziemlich stark sind.
Die sind die Gegner vielleicht sogar noch ein bisschen zu leicht. Bisschen Essen sammeln, auch wenn es im Lager jetzt schon automatisiert hergestellt wird. Schon wieder nachts. Was denn? Als ob das einfach hier hinabwehrt. Kugel nicht. Und die Bälle. Schon so. Und einen brauchen wir noch. Dann haben wir die Reihe voll. Und Tiefhand. Ah, das sind schnellweise Säule. Die wir schon freigeschaltet haben. Kommen wir zurück ins Lager. Na cool. Also ich hab noch einen mit. Hat mich gesehen und hat sich hingelegt. So muss das. Diese Arbeitsmotivation hier. In 14 Minuten. Das ist ein großes Ei. Heißt auch Jumbo. Wie können wir auch mal den Angriff?
unseren Eisdrachen mal ein bisschen verstärken. Na dann. Na, da brauchen wir noch ein bisschen. Ja. Es hat wieder geglitscht. Fleisch wichsen, wenn man das muss. Hm, schön. Das Eisenbrötchen funktioniert von alleine. Noch ein Ausflug zum Vulkan. Irgendwann mal endlich zweiten Schnellreise gut. Ja. Bin ich gerade selbst in Stellen selber reingebrannt. Wir sind hier auf jeden Fall schneller, nur im normalen Tempo. Hübsch. Basecount gibt's noch. Ich muss hier öfters reiten. Kann man Schwefel auch abbauen? Naja, nicht wirklich effektiv. Nicht sehr effektiv. Und zwei, glaube ich, daraus geholt. Machen wir nicht schon wieder denselben Fehler. Direkt an Land. Okay, das war das Spritzgeräusch ist gerade. Das war daneben. Was bis da drüben? Könnte knapp werden. Und das Wassergeräusch ist auch gerade sehr unangenehm. Ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie, ist irgendwie. Puh. Riecht da ein bisschen ekel. Gerade. Ich weiß auch nicht.
fühlt sich nicht so gut an. Ein schöner Reisepunkt. Reichweite. Sehr schön, weiter hier. Finden wir doch noch Schnellreisepunkte. Hier habe ich auch noch einen zweiten gesehen. Mindestens zwei habe ich vom Berg umentdeckt. Oha, und was ist das hier? Container. Können wir aber nicht rein. Schade. Besteckung. Container hier am Strand verteilt. Gerade ein bisschen. Wie hieß der? Walking Simulator. Death Stranding. Ausweichen ein bisschen. Na komm. Ach komm. Ich hab mein Paar getötet. Das nächste schnellweise gut. Ich renne mal einfach weiter hier. Es scheint hier aber auch schon so stark zu sein, der Preis. Das ist ja selbst ein roter. Rote Bälle nicht effektiv sind. Doch effektiv, die sind effektiv, dass rote Bälle gegen sie nicht effektiv sind. Und hier haben wir schon mal doof. Den Strandsdorf. Abgelegenes Fischerdorf. Na, sag ich mal hey. Ich habe letztens eine Sternschnuppe habe ich gesehen. Die war voll schön und dann ist sie auf einmal abgebogen. Nee. Und voll schnell war die, also eine normale Sternschnuppe war das bestimmt nicht. Ich habe mir ganz viele leckere Sachen gewünscht. Wahrscheinlich wird das nichts. Und ein bisschen sah es aus, als hätte sie Flügel.
Nee, vielleicht hat sie noch irgendwo hinten beim Vulkan. Ah ja. Das ist doch wieder ein Händler. Senatsamt können wir noch nicht anbauen. Nächstes hat es leider nicht. Fähigkeitsdroge. Wenn es einen Ball werfen, kriegen wir Ärger. Weiter auf der Strandtournee. Oha, was haben wir denn da? Die sehen mal interessant aus. 29. Könnte ich im Team gut gebrauchen. Einen Geboten habe ich noch. Oh, finde ich nicht doof jetzt. Ja. 64%, nice. Bleib drin. Ah, jetzt ob. Das war so eine kleine Chance. Mit dem anderen kann ich dir schon sagen, dass das nichts wird. Schade. Das war so eine geile Chance, so eine gute Chance. Die hätten wir fast gehabt. Es wäre fast was geworden. Echt schade. Na, lieber nein. Ich weiß nicht mehr das Vulkangebiet, na ist schon, aber ist am Strand unten. Oh, und alle meine Paare sind Level 30. Auch hübsch. Feuerkugel. Oh oh. Geht's da um. Eine Feuerdrüse. Zehn Feuerdrüsen.
war so klar. Willkommen. Daneben. Sehr erfolgreicher Kampf. Jetzt sollen wir die Paris noch mit reinnehmen in den Kampf. Dann wird doch sowas was. Ja, Niesbank haben wir drin. Bankerpal. Und Schüsse. Oh oh, Bushi. Das haben wir, glaube ich, ausgebootet. Wenn wir das bekommen, fangen wir was noch nicht. Wo bleibt die Hucke? Was haben wir hier? Oha, Wulmark. Das haben wir vorhin gesehen. Das haben wir mal verfolgt. War bei heute hauptsächlich im Vulkanbereich. Kein Eisen mehr. Ich würde dann da oben zumachen, dann können auch die großen Preis durch. Noch ein Shiny wieder unterwegs.
Rüstung beschädigt, Waffenbruch. Fantastisch. Box. Da hat wieder Beton mit mir rum und Zement. Das können wir mal ausprobieren. Mehr Platten. Herstellung von Schusswaffen. Oha. Das ist sehr gut. Erstmal hier. Stoff brauchen wir für den Loot. Komm mit. Holz ist jetzt nicht, ist jetzt wirklich nicht das Ding, was wir brauchen. Kurz zählt etwas irgendwie vorbei. Ja, fantastisch. Ja. Ich hab nichts zu tun. Mit dieser schon wieder. Er brauchen wir noch ein bisschen. Etwas kühl. Metallbahn werden wir nie fertig.
Na dann. Die Pfeile sind schon stark gegangen. Na dann, ich würde mal sagen, machen wir auch schon mal Schluss für heute. Ach, hier ist noch was Neues. Tretmühle, die ich schön selber reinnatschen kann. Spitzhacke und Helm. Erhöht Bergbau. Mir die Tretmühle, wofür auch immer das noch gut wird. Na dann. Tretmühle kann man da wahrscheinlich vom Lager auslegen, dass man da unten vor die Besuch kommt. Mit hier Prallfreunden oder so. Und das Lager angreifen. Das könnte abgehalten werden. Dann rennen wir in den Preis rein. Ich kenn's ja schon. Ich kann's ja schon voraussehen. So, na dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich schicke euch jetzt noch in die Endcard. Dann reden wir noch wohin. Dann sehen wir uns am Montag wieder. Ja, morgen muss leider ausfallen. Modi kann nicht Borderlands spielen. Hat keine Zeit. Ja, private Verpflichtungen. Nächste Woche wird der Plan ein wenig ändern. Wir spielen am Montag nicht Palworld, sondern Resident Evil Revelations fertig. David, Palworld wird jetzt vom Montags- und Freitagsslot auf den Mittwochslot geschoben. Da jetzt haben wir es so oft zweimal wöchentlich gespielt. Es wird jetzt. Wir sind schon so weit vorangekommen. Wird man. Paar wird ein bisschen weniger bedient. Na, einmal die Woche. Das ist durchaus nicht schlecht. Da würde ich mal montags und freitags bei Resident Evil weitermachen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja. Dann würde ich mal sagen, schicke ich euch in den Endcards. Und dann wait.